Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Schadensupdate auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ja, wer uns schon eine Weile verfolgt, kennt ja unsere Geschichte bezüglich der Dieselpass, Motorschaden und Co. Richtig, und in diesem Video schauen wir uns einfach mal an, was da so passiert ist. Und zwar gibt's das Ganze nach dem Intro. Wie in letzter Zeit öfters hat auch dieses Video natürlich Sprungmarkenkapitel. Ihr könnt euch also, wenn euch ein Thema euch nicht so interessiert, einfach gerne weiterspringen. Denn das sind unsere Themen. Ja, Motorkontrollleuchte weiterhin aktiv. Der DPF-Sensor ist defekt. Ja, Garantieverlängerung Fiat, wieso wir halt nicht dazu treten oder es nicht machen. Dann werden wir eine Dieselprobe einfach mal nehmen und schauen, wie das aussieht. Ja, und zum Abschluss zeigen wir euch noch Landschaftsbilder, die halt in keinen anderen Reisevlog reingepasst haben, damit wir halt nicht nur von Schäden berichten, sondern euch auch mal was Schönes zeigen. Wer auch unsere Reisevideos schaut, weiß, dass wir trotz des ganzen Motortausches immer noch Probleme mit der gelben Motorkontrollleuchte haben. Wir und auch Florian, also unser Bob, der Baumeister von Autos Balke in Himmlerwald, sind uns sicher, dass es am DPF-Sensor liegt. Problem, was aktuell auftritt, dass der Fiat Ducato Baujahr 2021 keine regelmäßigen Regenerationen durchführt. Wir hatten bereits zwei Zwangsgenerationen, davon eine auf einem Campingplatz, was natürlich sehr, sehr doof ist. Ja, die Werte von den Sensoren wurden entsprechend geprüft und der DPF-Sensor weist eine Temperatur von über 1700 Grad laut Tester auf. 1700 Grad, das heißt, das ist heißer als Lava. Oder um das mal darzustellen, wenn eine Raumfähre in die Erdatmosphäre wieder eintritt, wird der Boden der Raumfähre durch die Reibung der Gasmoleküle einer Temperatur von rund 1600 bis 1700 Grad Celsius ausgesetzt. Und so heiß soll der Sensor sein. Das heißt, wir brennen hier innerlich. Das glauben wir nicht. Problem natürlich auch, Fiat hat die Auslieferung beim alten Sensor gestoppt und durch einen neuen von einem anderen Hersteller ersetzt. Und der neue ist aktuell nicht lieferbar. Ausführlicher berichten wir in Kürze auf diesem Kanal über dieses Thema und wie wir halt damit einfach umgehen. Bei solch Schäden wäre doch eine Garantieverlängerung doch bestimmt genau das Richtige für uns. Falsch. Oder besser gesagt, leider nein. Rein rechtlich wurde der Motor und das Zubehör komplett ausgetauscht und ist nicht mehr Teil der Werksgarantie. Nur auf diese Werksgarantie kann man eine Anschlussgarantie abschließen. Ja, anders wäre es gewesen, wenn die Teile damals von Fiat auf Garantie getauscht worden wäre. Da aber Fiat sich aus solchen Fällen davon schleicht, und zwar sehr gerne, war dies bei uns nicht möglich. Was uns aber bewusst ist, dass die Teile, die unsere VW-Werkstatt, also Autos Balke, getauscht haben, da haben wir 2 Jahre Garantie drauf. Aber wie gesagt, eine Garantieverlängerung, eine Anschlussgarantie, das ist halt einfach für uns nicht mehr möglich. Jetzt schauen wir uns einfach mal den Inhalt des Dieseltanks an. Denn wie ihr wisst, hatten wir die Dieselpest an Bord. Welches durch diese tolle Erfindung namens Biodiesel entstehen kann. Ja, seither haben wir ja den Shell Repower Deal abgeschlossen, haben auch nur noch Repower Diesel getankt und es wird einfach Zeit, nach ca. 440 Litern dort reinzuschauen. Und dafür haben wir auch einen Tipp von Michael von Travel With Me gleich mal vollzogen und haben uns eine Benzin-Handpumpe gekauft, das seht ihr gleich. Und daher danke Michael für den Tipp
Und nochmals ganz großes Dankeschön von dieser Stelle, dass auch du dieses Thema einmal auf deinen Kanal besprochen hast. Es ist so wichtig, dass mehr Leute einfach mal über dieses Thema sprechen. Ja, und jetzt schalten wir da draußen und schauen uns mal an, was Stefan so aus dem Tank zieht. So, für die Probenentnahme, also der Michael, der hat halt so eine schöne Pumpe, die haben wir bei uns auch nochmal unten verlinkt, also falls er da die braucht, um mal zu gucken, wie es bei euch im Tank sitzt, aussieht, könnt ihr die im Prinzip dort auch beziehen. Ansonsten habe ich natürlich noch eine durchsichtige Flasche, denn wir wollen ja auch gucken, was da Sache ist. Und als allererstes muss ich erstmal den Tank aufmachen. Gibt ja hier so eine schöne Einrastmöglichkeit und dann heißt das den Rüssel da unten rein. Jetzt muss man natürlich da vorbeikommen, denn es geht dann nochmal um die Kurve rum und so weiter. Also das ist nicht so ganz so einfach, da muss man ein bisschen fummeln und ich brauche jetzt auch ein Momentchen wahrscheinlich, oder? Nö, geht wunderbar. So, da sind wir. Das heißt, wir befinden uns jetzt im Tank, der Schlauch ist drinne. Und dann fangen wir mal an zu pumpen. Aber aktuell kommt noch nichts. Das heißt, wir sind noch nicht richtig im Tank. Wir müssen halt gucken, dass wir komplett in den Tank reinkommen. Das werden wir gleich nochmal sehen, wenn ich da nochmal das Ding rein und raus gestopft habe. Nach ein bisschen wieder raus ging es dann auch. So konnten wir das dann rauspumpen. So, ich glaube, das reicht auch an Dieselprobe. Also von daher das Ganze wieder raus. Schön aufpassen, dass er natürlich nicht so viel Dreck macht. Ich wische das gleich einmal ab und pumpe dann den Rest hier noch durch. Ja, was soll man sagen? Also klarer geht's nicht mehr. Das ist ja wohl wirklich super. Also man könnte auch sagen, es ist ein anderer Inhalt, aber das ist es jetzt nicht, sondern es ist wirklich reiner Diesel. Da sind noch ein bisschen Wasserreste in der Flasche drin gewesen, deswegen sind am Rand noch mal ein paar Wassertropfen dran, aber das ist nicht schlimm. Das geht nicht mehr zurück in den Tank. Wir geben das jetzt der Werkstatt auch, die kann sich das auch noch mal angucken und dann schütten die das auch weg in die vorgesehenen Behältnisse natürlich. Ja, also von daher ist nichts drin, alles ist gut. Wir haben bisher immer den Shell wie Power getankt und damit fahren wir, glaube ich, weiterhin gut. Denn wenn ich sehe, dass die Probe so klar ist, so wie Diesel sein muss, astrein, super. Das soll das aktuelle Schadensupdate gewesen sein. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen auf Stand bringen. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne rein in die Kommentare. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Dann gerne einen Daumen nach oben. Das nehmen wir dann einfach mal als Dank für diese doch sehr, sehr aufwendige Arbeit. Abonniert unseren Kanal, kostet auch nichts und hilft uns aber ungemein weiter. Jetzt seht ihr noch Landschaftsbilder, die dem Cutter in den Reiseflocks unter die Räder gekommen sind. Denn wir wollen in diesem Video nicht nur von Schäden berichten, sondern am Ende soll es noch was Schönes geben. Und dann bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.